sind der Fach e.V., Verein für kulturelle und gesellschaftliche Zusammenarbeit. Wir sind jedes Jahr auf diesem Fest und dieses Mal haben wir einen Infostand. Wir machen viele Veranstaltungen, kulturelle Veranstaltungen für Frauen, für Kinder, für Studierende, für alle. Und wir haben auch sehr leckeres Essen und marokkanisches Tee. Wir haben auch Henna gemacht, Henna-Tattoo gemacht und auch Gesichtsmalerei für Kinder und einige Spiele. Und ist bisher wie nach Wunsch verlaufen oder könnte es besser sein? Das Wetter war sehr schön dieses Mal, vielleicht zu warm eigentlich, aber da waren viele Leute schon. Alles klar, vielen Dank und alles Gute. Bitte, danke schön. Ich wollte auch noch sagen, dass wir seit ungefähr 3 Jahren Flüchtlingshilfe und wir haben bis jetzt, so ungefähr 2,5 Jahren, über 2000 Menschen unterstützt, beraten, betreut und auch gleichzeitig, wir haben die neue Ankommenliege bei Dolmetscher und Übersetzungsangelegenheiten geholfen. Wir haben ungefähr 70 Ehrenamtliche, die uns in diesem Bereich unterstützt haben und wir haben ungefähr auch 1000 Aufträge erfüllt. Integrationsarbeit machen wir auch sehr viel und wir haben auch mehrere Projekte, die auch Zusammenarbeit mit Stadtminister, mit Polizei, mit dem Verfassungsschutz, was die Aufklärungsreihe von Salafismus betrifft, aber auch Arabisch für Mitarbeiter und Mitarbeiter Stadtminister in Zusammenarbeit mit Volkshochschule. Es sind mehrere Integrations-Flüchtlingsprojekte, die wir seit ungefähr 3 Jahren machen und wir freuen uns, dass wir hier im Münster sind, eine Stadt und unsere Stadt verdient das, dass wir auch so viel auch ehrenamtlich machen. Vielen Dank. Danke auch.